Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Das Thema heute ist Scripting in R5.6, Blöcke und Global Center. Mein Name ist Caroline Lessmann und ich bin hier seit Anfang Januar im Marketingbereich zuständig. Bin hauptsächlich für die Webinare und den Newsletter verantwortlich. Und genau, ich werde heute das Webinar moderieren und meine zwei Kollegen können sich dann jetzt erstmal selber vorstellen. Hallo, ich bin Andreas Niemeyer. Ich werde Ihnen heute das Webinar zeigen und bei Global bin ich verantwortlich für die Entwicklung. Ich kümmere mich praktisch um alle Wünsche, wie sie eingehen und priorisiere die mit Herrn Global gemeinsam zur Umsetzung. Hallo, ich bin Dorkan Karataş. Ich bin bei Firma Dulbal für die API-Entwicklung zuständig und heute werde ich Ihre Fragen beantworten. Okay, dann danke für eure Vorstellung. Dann sage ich euch noch, oder Ihnen noch, wie Sie Fragen stellen können für die, die heute zum ersten Mal dabei sind. Auf der rechten Seite Ihres Bildschirms ist so hier das Control Panel, wo Sie Ihre Fragen hier stellen können. Und wir werden versuchen, die ganz alle Fragen während dem Webinar zu beantworten. Sollten wir das nicht schaffen, dann genau, bekommen Sie im Nachgang noch eine E-Mail. Oder eine andere Option ist, dass Sie während dem das Webinar sich einfach so anhören und dann im Nachgang noch eine E-Mail an info@global.com schicken mit dem Bezug auf das Webinar. Und genau, dann übergebe ich jetzt an meinen Kollegen. Okay, danke. Dann übernehme ich heute mit dem Thema Scripting in R5.6 Blöcke und Global Center. Ist ein interessantes Thema, ist auch ein komplexes Thema. Ich hoffe, ich vertippe mich heute auch nicht, aber ich möchte Ihnen dieses Themenfeld heute mit, ich sag mal, drei Hauptthemen darstellen. Dazu habe ich ausgewählt das In-App-Scripting. Das ist eine direkte Schnittstelle zur Interaktion mit dem Modell in RFM. Also faktisch alles, was sich innerhalb des Programmfensters von RFM abspielt. Und ich erkläre Ihnen, wie man das bedient und wo die Vorteile von diesem Feature, von dieser Technologie liegen. Im zweiten Punkt möchte ich Ihnen das Global Center näher bringen. Das ist eine eigenständige Anwendung zum Organisieren von Projekten, Modellen, Vorlagen und Blöcken. Faktisch alles das, was man in unserer tagtäglichen Arbeit mit den Global Programmen immer wieder lädt und immer wieder öffnet und zu Kunden weiterleiten muss, unsere Arbeit, wie wir die organisieren, das wird mit dem Global Center gemacht und da schauen wir einfach miteinander drauf. Zum dritten Thema kommen wir dann eigentlich direkt von dem Global Center, weil das Global Center letztendlich die Plattform ist, mit dem man auch Blöcke organisiert und bedient. Deswegen gehen wir dann eigentlich hier direkt über und dann schauen wir uns auch die Blöcke in dem RFM an, welche Blocktypen es gibt, statische, parametrisierte und in Anführungszeichen intelligente Blöcke, wie man die bedient, wie man die einstellt, erstellt und anwendet in dem RFM. Das schauen wir uns entsprechend an. Danach, ich sag mal, weil es eben so ist, denke ich, zeigt man das alles auch anhand eines Beispiels. Das heißt, wir werden das In-App-Scripting an einem Beispiel zeigen. Wir werden das Global Center in Verbindung mit den Blöcken in einem Beispiel zeigen, damit Sie da einfach die ersten Schritte reinkommen. Bei dem Scripting geht es natürlich schon auch um Programmierung, aber bitte haben Sie da jetzt keine Sorgen, dass man da ein Programmierer, ein ausgebildeter Programmierer sein muss, sondern hauptsächlich, ich sag mal, wir sind Ingenieure und wir machen das für Ingenieure. Und da wissen wir auch, dass man Beispiele benötigt und einen ersten Einstieg für so eine Technologie, den möchten wir heute machen, den machen wir natürlich auch mit unserer ganzen Marketingarbeit und wir bieten auf unseren Webseiten
Webseiten, im Bookram, auf Internetportalen etliche Beispiele, die Sie nutzen können für diese Arbeit und dann entsprechend für Ihre Belange einfach ummodifizieren können. Und dann kommen wir eigentlich schon zum ersten Thema, dem In-App-Scripting. Und das In-App-Scripting ist für uns das Feature von der neuen Generation. Das heißt, wir geben jetzt unseren Anwendern per Texteingabe und eine Organisation die Möglichkeit, Befehle an das Programm zu übergeben. Früher haben wir Knoten und Stäbe in der Grafik eingepickt oder in dem Navigator und in der Tabelle eingegeben. Manch anderer hat schon über die Tabelle, über Excel Import und so weiter gemacht. Jetzt haben wir auch direkt eine Texteingabe, wo Sie Befehle übergeben können und dem Programm einfach Aufgaben geben können. Das Ganze äußert sich in dem RFM über eine Konsole, wie ich gerade schon gesagt habe, und über einen Skriptmanager. Die Konsole ist faktisch der Befehlsempfänger und der Skriptmanager, das ist eine Baumstruktur, die vorhandene Skripte, die Sie da erstellt haben, organisiert und dann auch per Start, per Doppelklick zulässt, das ganze Ding zu starten. Und der Vorteil an der ganzen Technologie, den wir sehen, ist einfach, dass wir über diese Skripteingabe sogenannte High-Level-Funktionen gesetzt haben. Das heißt, Sie müssen jetzt hier nicht der, ich sag mal, hauptamtliche Programmierer sein, um Befehle an das RFM zu senden, sondern wir haben hier die Bedienung über High-Level-Funktionen beschrieben, dass Sie hier ganz einfache Befehle bekommen, die Sie lesen und schreiben können und somit das Ganze auch nutzen können. Und damit das Ganze auch kein, ich sag mal, keine Blackbox wird, haben wir den Quellcode hinter all diesen Funktionen als öffentliches Repository in dem GitHub präsentiert. Das ist ein Portal, was auch für andere Anwendungen da ist, nicht bloß für uns. Und da drin kann man letztendlich die Quellcodes hinter diesen High-Level-Funktionen sehen, man kann die High-Level-Funktionen selbst sehen und man bekommt auch eine Dokumentation. Wie das alles ausschaut, schauen wir eigentlich im Nachhinein einfach drauf. Mit dieser Technologie bekommen Sie dann natürlich einiges an Features. Das heißt, Sie können ganz einfach Modelle parametrisieren, also Sie können Parameter oder Konstanten festlegen und können diesen dann Ihr Modell zuweisen. Sie können Ihre Aufgaben automatisieren. Also sprich, wenn Sie tagtäglich mit ähnlichen Modellen zu tun haben, werden Sie nicht mehr gezwungen, diese Modelle einzeln zu modellieren und zu modifizieren, sondern Sie können sich Skripte erstellen, die Ihnen diese Aufgabe abnehmen. Und man kann das Programm nicht nur füttern, sondern man kann von ihm auch was lesen. Also wenn Sie Informationen brauchen von dem Modell, wie viel Meter Stab von irgendeinem Querschnitt verbaut sind und so weiter, können Sie sich einfach ein Skript schreiben, das, was Ihnen das für Ihr Modell ausliest. Diese Technologie, dieses In-App-Scripting gibt Ihnen Zugriff auf sämtliche Daten in dem Programm, sprich Geometrie, sprich Lasten, Belastung, Lastassistenten, Bemessungs-Add-ons. Also Sie haben einen programmiertechnischen Zugriff auf alle Objekte mit einer ganz einfachen Sprache. Und die Sprache ist letztendlich das Stichwort von meiner nächsten Folie. Das Ganze wird bedient über das JavaScript 5 Version. Und das hat für uns, oder wir haben das gewählt, weil es einfach ganz einfach zu bedienen ist, weil es üblich ist, weil es modern ist. Man kann diese Skripte faktisch in jedem Editor schreiben. Man braucht hier keine extra teure Software dazu. Jeden Open Source Editor kann man da nutzen. Und man kann diese Skripte einerseits oder Skriptbefehle in der Konsole einzeln dem Programm wiedergeben. Man kann die aber auch gestaffelt hintereinander als File ablegen und über diesen Skriptmanager an das Programm senden. Sie sehen jetzt in der Folie hier zwei Bilder. Die Konsole ist der Einzelbefehlempfänger. Also sprich, hier definieren Sie jeden Befehl einzeln und mit dem Skriptmanager können Sie eine ganze Serie von Befehlen direkt an das Programm geben. Weiter ist so, dass dieser Script Manager mehr oder weniger eine direkte Interaktion mit allem hat. Also Sie können hier auch zugreifen
von, ich sag mal, einer externen Entwicklungsumgebung können Sie entsprechend hier neue Files setzen und dann direkt in Interaktion mit dem Modell gehen. Das Ganze schaut natürlich jetzt etwas pragmatisch aus und deswegen haben wir uns natürlich darum gekümmert, dass Sie ganz viele Beispiele hier bekommen. Und Beispiele platzieren wir einerseits bei uns im Programm und auch auf einem Repository in dem GitHub-Portal. Da haben Sie Zugriff auf eine ganze Serie von Beispielen, einfache Scripts mit Dialog, wo Sie Parameter definieren können. Gleichzeitig bekommen Sie hier auch die Dokumentation in dem GitHub und diese Beispiele, was wir hier erwähnen, werden auch mit unserem RFM standardmäßig installiert und liegen in dem Script Manager bereits vor. Die können Sie einfach mit Rechtsklick öffnen, anschauen und für Ihre Belange modifizieren. Und wenn man jetzt dann praktisch von diesen Scripts eine Idee weiterdenkt, dass man sagt, okay, das könnte man ja tagtäglich oder in verschiedenen Modellen immer wieder einsetzen, könnte man aus diesem, ich sag mal, textlichen Beschrieb auch einen Block bauen, den man dann immer wieder einsetzen kann. Und wir nennen das dann intelligenten Block. Und solche Blöcke sind dann in unserem Global Center organisiert. Das Global Center ist letztendlich unser alter Projektmanager für alle, die was von dem R55 und älter noch kommen. Da organisiert man unter anderem natürlich sämtliche Modelle anhand von Projekten. Weiter kann man dann natürlich auch Vorlagen und Blöcke organisieren. Blöcke sind dann eigentlich einzelne Modelleinheiten, entweder feste, statische oder solche intelligenten Blöcke, die auf irgendeinem Code basieren. Weiter haben wir dieses Global Center etwas aufgebohrt. Das ist unsere Kommunikationsquelle jetzt. Sprich, wir kommunizieren mit Ihnen über dieses Programm. Wir haben hier Ihr Extranet-Konto mit angedockt, wo Sie Informationen zu Newsletter, zu News, zu Update-Berichten, zur Entwicklung, zu Ihren Firmendaten, Lizenzierungen und so weiter bekommen. Diese Blöcke, aber selbst was eigentlich der heutige Fokus auch ist am Ende, kann man hier sehen, habe ich eine Folie. Wir haben uns da wirklich verausgabt. Sie bekommen eine riesen Bibliothek an Beispielen mit solchen Blöcken, die dann auch teils parametrisch sind, die Sie in Ihren normalen Modellen einsetzen können. Also wir haben zum Beispiel Satteldächer, die Sie dann entsprechend nehmen können und in Ihrem Modell einsetzen können. Oder Sie lassen sich inspirieren, nehmen den Code und modifizieren den für Ihre Anwendungen weiter. Sie können derzeit Blöcke erzeugen für das RFM 6 und RStab 9. Das R-Section, also für Querschnitte, ist gerade in Arbeit. Das reicht mir, denke ich, in ein paar Wochen nach. Und hier erlauben Ihnen diese Programme drei grundsätzliche Blocktypen. Ich habe die jetzt hier in der Folie auch dargestellt. Ich hoffe, mit einem Wort ganz einfach erklärt, statisch. Sprich, das sind feste Modelle, wo Sie nichts modifizieren können. Also da können Sie nicht sagen, das ist jetzt einmal 5 Meter breit oder 6 Meter breit, sondern das bleibt, wie es ist und das setzen Sie, können Sie als Einheit übernehmen und in Ihr ganzes Modell einsetzen. Dann gibt es parametrisierte Blöcke, die Eigenschaften zulassen zu ändern, also sprich die Größe der Last, die Breite, die Höhe, wo Sie im Endeffekt dann vor dem Implementieren in Ihr Gesamtmodell die Parameter ändern können. Und dann gibt es dynamische, schrägstrich intelligente Blöcke, wo man dann auch sagen kann, per Parameter, das ist ein Einfallträger bis 5 Meter und wenn es größer wird, dann muss es ein Mehrfallträger werden, zum Beispiel. Also Sie können hier Struktur schaffen mit solchen dynamischen intelligenten Blöcken. Und das Ganze wird faktisch über dieses Global Center organisiert. Und damit möchte ich eigentlich jetzt diese PowerPoints beenden und in diese Live-Demo gehen. Und ich habe jetzt ja auch ganz oft erwähnt, GitHub, Portal, Dokumentation, damit man einen ersten Einblick bekommt. Schauen wir einfach da drauf. Ich habe das hier als Webseite bereits im Google Chrome geöffnet. Das ist faktisch dieses
Open Source Repository, wo man praktisch hier unsere Quellcodes für diese Schnittstellen oder für diese In-App-Technologie veröffentlichen. Sie sehen auf github.com unter Global Software finden Sie hier eine Startseite, wo man unter anderem auch die Python und C-Sharp-Clients darstellen. Aber für heute bleibt man hier bei diesem JavaScript-Block. Und wenn man hier reingeht, kriegen Sie natürlich gleich direkt einen Blick auf dieses Verzeichnis. Sie sehen hier praktisch zum Beispiel unter Includes die Quellcodes. Wenn man die zum Beispiel für eine Linie sehen möchte, gehen wir hier einfach auf Basisobjekte, Linie. Und wenn man dann hier reingehen, kann man direkt sehen, was sich hinter dieser High-Level-Funktion, die Sie faktisch bedienen, für Parameter verstecken, wie das alles ineinander geht. Natürlich schaut das jetzt kryptisch aus, aber wir wollen das einfach darstellen, dass das kein Geheimnis ist. Sie können sich da bei dem GitHub auch mit beteiligen, um irgendwas zu optimieren hinsichtlich Ihrer Geschichte. Unser Team ist da offen, also man kann hier entsprechend entweder Probleme melden oder irgendwelche Zweige ziehen. Und alternativ, was natürlich, ich sag mal, für die pure Anwendung wichtig ist, wenn wir da natürlich nochmal zurückgehen, haben wir hier auf der rechten Seite auch eine Dokumentation, wo man dann eigentlich einen Einblick in die Befehle bekommt. Und wenn wir jetzt hier nochmal auf die Linie gehen, kann man sehen, Sie als Anwender in den In-App-Scripting bedienen faktisch das Ganze über diesen Befehl. Sie sagen hier Line, Klammer auf, die Liniennummer, welche Knotenliste, Kommentar und weitere Parameter. Und den Quellcode, was wir gerade dahinter gesehen haben, der sitzt hinter dem Ganzen, den müssen Sie aber gar nicht schreiben, weil wir für Sie schon diese einfache Befehlszeile vorbereitet haben mit diesen ganzen Parametern. Und das kann man dann für sich nutzen, das ist online, Sie können das die ganze Zeit aufrufen und entsprechend hier sehen. Weiter gibt es dann natürlich hier auch Examples, die ich erwähnt habe, wo man dann entsprechend hier aufmachen kann und sehen kann, wie bedient man das, wie schreibt man Linien, wie schreibt man Lastfälle, einfach aufmachen kann, man einfach rauskopieren und für seine Belange verwenden. Damit wäre das dieses GitHub-Portal, was interessant ist für dieses Scripting in RFM. Und dann springen wir einfach noch als nächstes Thema zu diesem Blueball Center, damit Sie auch da eine Idee haben, wo man das überhaupt findet und wie man das findet. Und hier gehen wir in das RFM und das Global Center, was faktisch jetzt alles organisiert, am Ende verbirgt sich hier unter diesem hellblauen Knopf mit dem C. Und wenn man das öffnet, werden Sie sehen, das ist eine eigenständige Anwendung. Das ist jetzt kein Dialog von dem RFM, sondern das sitzt wirklich parallel neben RFM, RStop, RSection und regelt uns unsere tägliche Arbeit. Sie sehen jetzt bei mir, ich habe auch viele leere Dateien, wo ich manchmal was probiere, aber unter anderem habe ich natürlich auch irgendwelche Modelle, die ich für unsere Anwender vorbereite. Und das Global Center ist entsprechend so aufgebaut mit so einer 3D-Grafik, dass man hier das eigentlich im Vorhinein auch sehen kann. Man kann sich organisieren, man kann hier Arbeitsverzeichnis bei mir oder verschiedene Ordnerstrukturen, wie Sie das Projekt organisieren mit Ihren verschiedenen Modellen. Weiter kann man hier auch noch organisieren die Vorlagen. Vorlagen sind für uns letztendlich leere Dateien, wo sie sich Einstellungen vorgeben, sprich welche Einheiten, welche Farben, welche Querschnitte Materialien sollen genutzt werden. Ich habe mir zum Beispiel hier für die Formfindung ein eigenes Template gemacht, wo ich bereits meine Membranmaterialien schon mit drin habe. Zu guter Letzt kommen wir dann, ich sag mal, Hauptfokus von heute am Ende, den Blöcken. Sie sehen, unser Team hat hier für verschiedene Trägersysteme verschiedene Blöcke gemacht. Hier Dächer, hier Bogenträger, Fischbauchträger. Bei Kugeln gibt es radiale Systeme. Bei Flächen gibt es hier entsprechend auch eine große Litanei, die was Sie da einsetzen können und entsprechend dann später öffnen können und modifizieren für Ihre Belange. Wie man sowas machen kann, also wenn wir jetzt da mal so ein so ein Modell aufmachen, typisch Kugel, kann man, da kommt man letztendlich in einen Dialog, der das Modell öffnet.
wo Sie praktisch das Modell nochmal im Vorhinein sehen, wo Sie praktisch den Einfügeort für das RFM-Modell organisieren können und dann hier natürlich auch die Geometrie, Material, Querschnitt und in dem Fall die Member-Types regeln können, wie das aussehen soll. Und was wir heute in dem Webinar faktisch machen ist, wir erzeugen uns auch so ein parametrisches Modell, wo man so gesehen die Eigenschaften ändern können. Und genau diesen Dialog mit solch einer Eingabe erzeugen wir uns heute am Ende, wenn wir das alles faktisch durchgestanden haben. Und dann fangen wir jetzt mal ganz Schritt für Schritt an, wie man letztendlich zu so einem Block kommt, wo man irgendwelche Eigenschaften eigentlich ganz einfach verändern kann. Ich schließe das Ganze nochmal und machen wir uns in dem Fall ein neues Modell auf. Wir nennen das jetzt in dem Fall einfach hier P10. Und gehen wir mal da rein. Und dann suchen wir, wo diese, ich sag mal, Konsole ist und wo dieser Skriptmanager ist. Also wir sehen jetzt hier mal so ein Standard-Erscheinungsbild von RFM mit den Tabellen, Navigator, Grafikbereich. Und dann, vielleicht haben es einige schon gesehen, gibt es hier oben nochmal weitere Blöcke, wo man eine Konsole aktivieren kann und wo man einen Skriptmanager aktivieren kann. Und das sind jetzt faktisch diese Features, die Ihnen erlauben, per Text in dem RFM irgendetwas zu erzeugen. Vorinstallierte Beispiele habe ich vorhin erwähnt. Also wenn man ein Skript, ich sage mal, nicht direkt einzeln hier eingibt, über so diese Befehle, die hier einzeln beschrieben werden, wie man entsprechend hier zum Beispiel hier einen Liniensatz, den Schwerpunkt festlegt oder hier eine Liniennummer, also die einzelnen Objekte nimmt, kann man natürlich hier auch auf ein fertiges Beispiel zugreifen. Und das sehen Sie hier beim Skriptmanager, gibt es hier Benutzerskripte oder hier Global-Skripte unter dem Ordner Beispiele. Und da gibt es zum Beispiel jetzt ein Skript Simple Beam, also Einfallträger. Und wenn wir das doppelklicken, was passiert? Per Zauberhand kriegt man praktisch hier einen Einfallträger mit, ich sag mal, einer beliebigen Belastung. Und so ist diese Technik praktisch aufgebaut. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, was verbirgt sich denn hinter diesem Hallbeispiel? Ich doppelklicke das und zack, wir bekommen eine Stahlhalle. Ja. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt man dazu? Und das sehen wir jetzt gleich auch mit den Befehlen. Und man kann da natürlich noch einen Schritt weitergehen und kann sagen, da gibt es einen mit Dialog. Wenn wir da reingehen, dann fragt mich das Programm auch sogar, was, wie viele Hallen Rahmen will ich denn? Zum Beispiel 20. Der Abstand ist von mir aus hier 15 Meter und die Länge können wir so lassen. Und wenn wir das jetzt praktisch hier ausführen, dann kriegen wir auch super schnell eine ganz lange Halle. Ja, also Sie haben wirklich hier die Möglichkeit, mit ganz wenig Codeeinsatz, denke ich mal, Modelle zu schaffen und sich das natürlich auch für Ihre regelmäßigen Aufgaben hier wie eine eigene Funktion in RFM einfach abzulegen. Und um da jetzt mal einzusteigen, löschen wir uns hier einfach mal alles, machen wir mal ein ganz blankes File, also sprich, der komplette Navigator ist jetzt hier leer. Und dann, ich zeige Ihnen jetzt einfach unser Vorhaben, was wir vorhaben. Habe ich hier ein kleines Bild, in dem Fall Konsole. Das machen wir mal auf und dann sehen wir jetzt hier, das ist so unser Vorhaben jetzt für die nächsten 10 Minuten. Wir wollen uns so einen, ich sag mal, über diese Konsoleneingabe dieses Modell generieren. Und unsere Aufgaben für die ganze Geschichte sind natürlich, wir müssen einerseits die Knoten definieren, also so die Knoten 1, Knoten 2, wir müssen das Material definieren, wir müssen den Querschnitt definieren, müssen den Stab definieren, Auflager, die Static Analysis Setting, den Lastfall und eine Last. Also ganz klare Schritte, was wir da durchziehen müssen. Natürlich kann man nicht zuerst die Last definieren und dann erst den Balken. Also das müssen wir natürlich alles nacheinander machen. Und deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal her, gehen wir uns in die Konsole hier rein und sagen, okay, unsere erste Aufgabe sind die Knoten. Ja, wie definiere ich einen Knoten? Ich würde mir da jetzt einfach mal in die Bibliothek gehen und würde hier sagen, okay, Node,
in dem Fall natürlich auf Englisch machen. Wie ist der Befehl? Alles klar, man sieht hier, ich muss Note, Klammer auf, Notennummer XYZ Koordinate schreiben. Probieren wir es einfach mal. Springen wir zurück hier und schreiben hier zum Beispiel den ersten Knoten, Note, Klammer auf, die Nummer 1 mit, den setzen wir auf den Ursprung, 0,0,0 und Klammer zu und Return. Und erstmal passiert nichts. Warum? Weil der Knoten genau auf dem Ursprung liegt. Aber wenn wir das Ganze da ein bisschen vergrößern oder gehen wir hier bei Knoten her, sehen wir, er hat uns den ersten hier angelegt. So, können wir das da auch vergrößern? Das, nein, so möchte ich es natürlich nicht. So, genau, dann machen wir es so und dann sehen wir hier Knoten und dann sehen wir hier direkt die Liste. Und jetzt können wir natürlich gleich den zweiten Knoten hier reintippen mit Note, Klammer auf, 2, also der zweite. Und der soll jetzt aber 5 Meter Abstand haben. Also tippe ich hier eine 5 in SI-Einheiten rein, Komma 0, Komma 0, Klammer zu, Return. Und Sie sehen, der zweite Knoten wird angelegt und ich habe hier den zweiten Knoten. An, wäre das ja schon die halbe Miete für unser Modell. Als nächstes, was ich ja vorhin schon gesagt habe, geht es mit dem Material weiter. Also ich könnte den natürlich in der Suche wieder suchen. Ich weiß ihn in dem Fall auswendig. Material in Englisch. Und wir müssen hier sagen, das ist das erste Material. Und ich will hier ein S235. S235, Anführungszeichen wieder zu. Und Klammer zu und mit Return kriegen wir dieses Material hier rein und Sie sehen, das erscheint hier auch. Und so geht es jetzt eigentlich Schritt für Schritt weiter. Der nächste wäre der Querschnitt. Also wird hier, Sie sehen, die Querschnittstabelle ist leer. Machen wir uns einen neuen Querschnitt. Section, Klammer auf. In dem Fall machen wir wieder natürlich den ersten, weil die Tabelle leer ist. Und dann schreiben wir hier mit, wir wollen ein IPE 240. Und zu und letztendlich der soll das Material Nummer 1 nutzen. Und Return und Sie sehen, das Programm trägt uns ein IP240 ein mit dem Material 1. Die Querschnittswerte folgen dann natürlich auf Basis des IP240, weil das Programm weiß, was da zugehörig ist. Gut, dann geht's weiter. Ich sag mal an diese Kombitypen wie Stab, wo man dann einen Querschnitt zuweisen muss und auch weitere Informationen. Und da probieren wir jetzt mal eine andere Art der Eingabe. Da definieren wir uns sowas wie eine Variable. Also wir schreiben jetzt hier mal const und setzen hier eine Variable auf mit myMember. Ja? Und dieser Variable gibt man natürlich auch gleich eine Eigenschaft, wo man sagen, das wird ein Stab, der Stab 1 in dem Fall. Und der Stab 1, der soll jetzt zwischen der Knotenliste 1,2 gesetzt werden. Wenn wir diesen Befehl lossenden, was passiert? Das Programm setzt uns hier direkt sowas wie eine Linie dazwischen. Jetzt fragt man sich ja, aber wieso hat er den 240er Querschnitt da nicht angesetzt? Weil wir es ihm nicht gesagt haben. Wir haben ihm nur gesagt, er soll den Stab 1 zwischen 1 und 2 machen. Und Sie sehen, die Eingabe ist hier auch noch rot. Wenn wir dieser Variable, dieser MyMember-Variable, natürlich jetzt noch sagen, der hat jetzt praktisch hier, der Querschnitt ist Section-Start, ist der Einser, dem was wir definiert haben, mit Return, wird diese schwarze Linie faktisch blau oder visualisiert uns diesen IP240 an dieser Linie. Also Sie sehen, Sie haben das direkt in der Hand. Sie müssen dem Programm natürlich nur die Befehle einzeln geben. Beim Knotenlager ist es ähnlich. Also wir können hier dann sagen, machen wir mal hier my support eine Variable auf und der sagen wir jetzt hier, das wird ein neues Nodal Support und das wird die Nummer 1 und das soll an der Knotenliste 1 angeheftet werden. Ja. Mit Return, was passiert, wenn wir da hier zoomen,
setzt uns das Programm schon dieses Lager hin, schaut nur etwas komisch aus, weil es gar nicht weiß, wie es halten soll. Deswegen muss man diesem My Support natürlich noch Eigenschaften geben. Und da geben wir jetzt zum Beispiel die Eigenschaft Fixed, was ich sag mal im Hintergrund für eine volle Lagerung aller Freiheitsgrade steht. Und damit können wir dem Lager natürlich entsprechend hier Eigenschaften geben, ohne dass wir irgendwelche Noten picken oder irgendwas im Navigator definieren. Weiter geht's natürlich mit dem Lastfall und der Last. Damit ich jetzt einen Lastfall definieren kann, muss ich natürlich die Reihenfolge einhalten und brauche ein Statikanalyse-Setting. Und die müssen wir es natürlich machen. Also wir sagen jetzt ja hier const my analysis und hier weisen wir natürlich wieder zu eine new static analysis settings und hier geben wir als Option direkt an, wir wollen hier eine geometrically linear Einstellung bekommen, was ich mir aus der Doku natürlich entsprechend hier herauslesen würde. Und das soll dann natürlich die Nummer 1 sein. Also sprich, wenn wir hier bei den Lastfällen dann sind, da ist aktuell noch leer. Und wenn wir die jetzt bestätigen, dann habe ich mich natürlich irgendwo vertippt. Schauen wir schnell, wo ich mich vertippt habe. Wir kopieren uns den ganzen Satz einfach hier nochmal. Const my analysis is new static analysis. Hier braucht man natürlich ein Y und dann müsste es eigentlich passen. Nein, passt nicht. Warum nicht? Lini, ja genau, wenn der Fehlerteufel zugreift, dann macht er natürlich zweimal. So, eigentlich eher dreimal, aber das kommt dann wahrscheinlich später. So, jetzt haben wir natürlich diese Einstatikanalyse-Einstellung gesetzt und wir können weitermachen mit unserem Lastfall. Und das machen wir natürlich ähnlich weiter. Wir nehmen uns hier praktisch eine Variable, my Loadcase. Und der Variable gibt man natürlich hier wieder was Neues. Also sprich, wir sagen, mach uns bitte einen Lastfall. Also Load Case. Und der soll natürlich auch bestimmte Eigenschaften haben. Das soll ein Statikanalyse-Lastfall sein. Es könnte auch eine Windanalyse oder eine Modalanalyse sein. Also sagen wir hier Static Analysis. Und diese Static Analysis soll im Endeffekt jetzt hier die erste Einstellung nehmen und entsprechend hier den Namen G bekommen für Eigengewicht und hier sprich unsere Static Analyse Einstellung nehmen, die was wir gerade definiert haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel nicht weiß, wie die Nummer ist, also wir wissen jetzt, das wäre die Nummer 1, aber wir könnten jetzt hier sagen, wir beziehen uns auf die Variable, was wir vorhin definiert haben, also myAnalysis.settings.nummer und dann können wir entsprechend hier die Nummer auslesen. Und jetzt müssen wir natürlich noch weiter sagen, also wenn man so einen Lastfall anlegt, muss man sagen, es ist eine Statikanalyse, muss welche Nummer, welcher Name, welche Analyseeinstellung er braucht. Und natürlich muss er auch wissen, wird das ein Windlastfall nach der Norm oder wird das ein Schneelastfall nach Norm. Und da kann man sich natürlich hier auch entsprechend Segmente rauskopieren. Jetzt schreibe ich das natürlich alles blank und man kann sagen, klar, das kann man jetzt irgendwie abtippen, aber wenn man solche Fragmente braucht, kann man die natürlich auch jederzeit immer hier in diesen Einstellungen lesen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt da eigentlich gerade Lasten gemacht, kann man in die Belastung reingehen zum Load Case, was wir eigentlich gerade erstellen. Und ganz unten kriegt man dann natürlich hier auch diese Liste. Klar, wir wollen jetzt zum Beispiel hier diese Action-Kategorie permanent G setzen. Dann kopieren wir uns die raus.
Und entsprechend gehen wir dann wieder ins AirFM rein und schreiben uns oder kopieren wir uns den Fall da raus. Also bei solchen Fragmenten würde ich das immer kopieren, weil man natürlich, wie Sie gerade gesehen haben, sich natürlich auch leicht vertippen kann. Zu guter Letzt muss man natürlich dann auch noch praktisch das Eigengewicht nach diesem Befehlssatz regeln. In dem Fall sage ich, das Eigengewicht soll aus sein. Und wenn wir jetzt bloß mal tricksen wollen, dann sagen wir, okay, aber trotzdem lassen wir in XY auf 0, aber in Z lassen wir es mit 1 wirken. Dann prüfen wir jetzt einfach, ob das Programm das dann auch umgesetzt hat. Und dann machen wir das Ganze zu. Jetzt hoffen wir, dass ich mich nicht vertippt habe. Es schaut gut aus. Und jetzt haben wir auch diesen Lastfall mit dem Namen G bekommen. Und hier sehen wir dann Statikanalyse, die erste Analyseeinstellung. Er hat ständig bekommen und Eigengewicht ist aus. Aber im Hintergrund haben wir trotzdem die 1 stehen, was wir gerade geschrieben haben. Also soweit hat er auch alles gemacht, was wir wollten. Und zu guter Letzt gehen wir noch auf die Stablast ein. Das heißt, wir machen uns nochmal eine Variable myLoad und der geben wir jetzt eine neue Stablast. Das heißt MemberLoad und das wird natürlich die erste mit, ich sag mal, jetzt muss man sagen, welchen Lastfall, also myLoad Case. Und wenn wir jetzt die Nummer nicht wissen, können wir da wieder drauf zugreifen, sprich get load case und entsprechend kann er sich dann die Nummer rauslesen. Und das Ganze soll auf den Stab 1 gesetzt werden. Und wenn wir das jetzt losschicken, dann passiert erstmal nichts. Warum? Weil das Programm faktisch noch nicht weiß, wie groß das die Last ist. Und wenn wir das jetzt natürlich sagen, my load, Punkt Magnitude. Und da geben wir jetzt irgendeinen beliebigen Wert, zum Beispiel 2000, dann erscheint auch die Last. Und so würde das Ganze letztendlich geschehen. Das heißt, ich wollte Ihnen mit dem einfachen Beispiel hier einfach nur zeigen, wie man über die Konsole einfache Befehle reinschreiben kann, wo Sie praktisch die Infos befinden in der Doku und entsprechend für sich nutzen können. Jetzt ist es natürlich, wenn man es sieht, erstmal relativ langwierig und man sagt, okay, das nächste Mal muss ich was anders machen, dann habe ich jetzt ja hier diesen langen Text. Und das ist natürlich das Thema, wo ich sage, klar, es wird jetzt interessant, dass man diese Einzelbefehle hintereinander in einem sogenannten Skript runterschreibt und die werden dann, und da kommt jetzt der zweite Part ins Spiel, in diesem Skriptmanager gespeichert. Und der ist interaktiv, also ich kann jetzt praktisch hier auf diese Befehlsstruktur zugreifen in Time und das schauen wir uns jetzt einfach hier an. Ich habe ja gesagt, das kann man mit jedem Editor machen. Ich möchte Ihnen da heute das mit der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code zeigen, weil man da einfach das grafisch ein bisschen schöner darstellen kann über Farben, wo die Klammern und so weiter sind. Und das machen wir jetzt hier einfach mal auf. Visual Studio Code. Das habe ich dann praktisch hier. Und jetzt kann man sagen, wie binde ich denn jetzt das damit ein? Wie kann ich das interaktiv verbinden? Und dazu gehen wir jetzt hier einfach nochmal in den Explorer. Suchen wir mal den Zweig, wo das Programm gespeichert ist. C, in dem Fall Programme. Wir gehen auf Global und wir gehen hier auf RFM 602 und Sie sehen hier einen Ordner Scripts, wo Sie auch hier praktisch schon diese Examples sehen, was wir hier drin haben. Ja? Und diesen Examples Ordner, den binden wir jetzt hier einfach mit ein und haben dann entsprechend hier schon diese Simple Beam, dieses Hall, diese kompletten Beispiele direkt vorliegen, was da im Hintergrund liegt. Und wenn wir jetzt dann natürlich sagen, klar, wir wollen da ein neues File, zum Beispiel, wie nennen wir das jetzt? Wir wollen zum Beispiel einen Tank-Creator machen, dann sagen wir jetzt hier Tank Creator. Oder ich sage mal jetzt einfach hier nur Tank, dann machen wir hier einfach mal
Tankgenerator. Ne? Dann komme ich mir nicht ins Gehege. Und das müssen wir, Moment, Delete, machen wir nochmal neu, New File, Tankgenerator.js. Jetzt. Dann bekommen wir den entsprechend hier auch direkt mit angegeben. Also Sie haben hier über diese, ich sag mal, erweiterten Editor die Möglichkeit, direkt hier etwas reinzuschreiben und wir können dann entsprechend hier unseren Code reinschreiben wie bei allen anderen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Damit wir das jetzt gleichzeitig sehen, löschen wir hier nochmal alles, machen wir uns ein leeres Modell. Legen wir uns das hier auf eine Seite des Monitors und auf die andere Seite nehmen wir diesen Code, dann sehen wir das eigentlich immer gleichzeitig. Das machen wir ein bisschen kleiner und die Konsole können wir auch in dem Fall wegmachen. Die Tabelle können wir, in dem Fall haben wir genügend Platz, kann man das entsprechend hier so hersetzen. Und jetzt ist natürlich zuerst noch die Frage, was wollen wir überhaupt machen? Und das wäre so dieses Vorhaben, was ich mit dem Tankgenerator hier eigentlich machen will. Das heißt, wir wollen zuerst Material anlegen, dann wollen wir uns die Noten anlegen, diese markanten Noten an unten, oben, hier ganz oben. Dann müssen wir natürlich entsprechend hier, wo ist der Fünfer, die Kreise erzeugen, dann an deren Level den Kreis erzeugen. Dann müssen wir die vertikale Linie erzeugen, diesen Bogen und entsprechend später die Dicken anlegen, also den Querschnitt der Flächen, die Flächen selbst, also die runde zylindrische und die Deckelfläche oben und zu guter Letzt ein Lager. Also das sind die einzelnen Schritte, was dieses Skript machen soll. Ja? Und das schauen wir uns jetzt einfach Step by Step an. Sprich, wir gehen jetzt ja hier einfach mal ran und wie wir es eigentlich gerade vorher auch schon gemacht haben, fangen wir mit den Noten an. Bevor man jetzt sowas aufsetzt, sollte man sich natürlich überlegen, vielleicht möchte ich das später variieren, habe ich gewisse Grundsatzeingaben. Und das wäre jetzt in dem Fall zum Beispiel Const Diameter, wo wir hier sagen, das ist zum Beispiel 8 Meter. Ja. Dann haben wir nochmal eine Variable mit Wall Height, zum Beispiel hier 6 Meter. Ja. Und dann gibt es noch eine dritte Const Arc Height und die machen wir 2 Meter zum Beispiel, damit wir mal einen Wert drin haben. Und wenn es ums Erste geht, jetzt wollen wir zum Beispiel ein Material anlegen, dann machen wir uns jetzt hier eine Variable, Const Steel Material und dem geben wir im Endeffekt jetzt über diese High-Level-Funktion Material, Klammer auf, wo wir schreiben, das Nummer 1 und das soll dann S235 sein. Und damit wären eigentlich so, ich sag mal, die Grundsatzeingaben drin, das Material haben wir angelegt und jetzt könnte man auch direkt mal diese ersten drei Noten da ansetzen. Und die schreiben wir uns einfach hier mal rein mit Note, wie wir es gerade vorhin eigentlich auch schon gemacht haben, den ersten. Und wir wissen, der erste lag am halben Durchmesser, also Diameter durch 2. Und in der X und Y lassen wir den im Endeffekt einfach so drin. Und jetzt haben wir natürlich noch, ich sag mal, zwei weitere Noten. In dem Fall würde ich die immer kopieren. Wir notieren uns hier einfach die Nummer 2. Und der halbe Durchmesser ist okay. Wir müssen nur einfach hier ein Stockwerk weiter nach oben gehen. Also mit minus Wall Height. Ne? Und beim Knoten 3 müssen wir den im Endeffekt zentrisch lassen, also lassen wir den bei 0. Aber in der Mitte muss der natürlich etwas höher sein, also sagen wir hier minus, Klammer auf, Wall Height plus Arc Height. Und entsprechend habe ich die drei Knoten drin. Und wenn man jetzt hier diese, ich sag mal, ersten paar Zeilen speichert und dann doppelklickt mit dem Tankgenerator, legt uns das Programm entsprechend das Material an
und die drei Knoten, den unteren, den an der Kante und ganz in der Mitte. Ja, so würde das Ganze funktionieren und wir können eigentlich die nächsten Schritte hier angehen, indem wir jetzt die Linien dazwischen machen. Die Linien sind jetzt in dem Fall ein bisschen aufwendig, weil man im Endeffekt, wenn man einen Kreis in dem Airframe definiert, sagen muss, was hat man für einen Basisknoten? Also sprich, man hat hier einen Basisknoten und man muss den Mittelpunkt, den Radius und den, ich sag mal, die Normale des Kreises bestimmen. Und das machen wir jetzt. Da sagen wir jetzt einfach hier Line, Klammer auf, 1 und die soll zwischen, ich sag mal, diesen Knoten 1,1, also eigentlich um den gleichen rennen. Und die soll jetzt auch direkt den Typ haben, ist gleich Lines, Punkt, Type, Unterstrich, Circle. Ne? Und jetzt hat mir das Programm natürlich irgendwo hier was ausgebessert, Line, und damit haben wir jetzt hier Knoten Linie 1 an dem und entsprechend Type Circle. Und dieser Linie geben wir jetzt noch ein paar Sondereigenschaften, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe. Das heißt, die Linie 1 kriegt jetzt hier eine Sondereigenschaft, nämlich Circle Center. Und das Circle Center liegt uns letztendlich jetzt auf den Vektor. Und der Vektor ist in dem Fall der Ursprung. Dann gibt es natürlich jetzt hier noch weitere Einstellungen, wie zum Beispiel den Radius und was haben wir noch gehabt? Die normale, also machen, ups, so soll es nicht sein. Also machen wir den nochmal hier, Steuerung C, V. Und dann schreiben wir hier Radius und der Radius ist in dem Fall, den haben wir ja in dem Fall schon gehabt, Diameter durch 2. Ja? Und so würde das Ganze letztendlich ausschauen und jetzt haben wir noch die normale, das wäre jetzt in dem Fall normal und da müssen wir wieder einen Vektor angeben, das wäre 001. Und wenn ich mich jetzt hier nicht vertippt habe, dann können wir das jetzt mit nochmal probieren, ob er uns macht. Und wir kriegen sauber, wie erwartet, hier unten einen Kreis. Und jetzt können wir natürlich relativ easy diesen kompletten Block kopieren und modifizieren wir uns einfach für den oberen Kreis um. Das wäre die Linie 2. Der läuft jetzt in dem Fall um die Noten 2. Type Circle ist der gleiche. Das Center ist jetzt im Endeffekt ein Stockwerk weiter oben. In dem Fall minus Wall Height. Und der Radius bleibt der gleiche und die normale bleibt auch das gleiche. Ich muss nur einfach hier diese Zahlen entsprechend ändern. Dann geht's weiter. Machen wir noch die vertikale Linie zwischen den zwei Knoten. Das ist dann die Line 3, wo wir hier einfach die Knotenliste angeben. Das wäre in dem Fall der Knoten 1,2. Und dann wäre die Linie drin. Und die vierte Linie, das ist jetzt praktisch hier von diesem Knoten zu diesem Bogen, eine Bogenlinie. Das ist jetzt hier die Line, Klammer auf, die vierte. Die soll zwischen den Knoten 2 und 3 laufen, also 2,3. Und die soll praktisch jetzt wieder einen speziellen Typ bekommen, nämlich, das ist jetzt hier lines.type unterstrich arc. Ja? Und diese arc-Linie hat ähnlich wie der Kreis natürlich wieder ein bestimmtes Attribut. Das braucht nämlich so ein, ich sag mal, Stichknoten. Und entsprechend sagen wir jetzt hier lines, eckige Klammer auf. Das ist die vierte mit dem speziellen Attribut, nämlich Punkt arc. Unterstrich Control Unterstrich Point und hier sagen wir wieder den Vektor ist gleich der Vektor Dollar Vektor, wo wir sagen, okay, der Control Point, der liegt auf der X-Ordinate bei Diameter durch 3,5. Das wird jetzt von mir einfach geometrisch vorgegeben, weil ich möchte, dass der Tank so aussieht. In der Y-Koordinate haben wir 0 und in der Z-Koordinate machen wir hier wieder minus Wall
High. Dieses Höhenniveau müssen wir natürlich mindestens nach oben gehen. Plus, Klammer auf, Arc High durch 1,5. Und entsprechend habe ich dann auch diese Befehlszeile definiert und wir können einfach prüfen, ob wir irgendwelche Tippfehler haben, indem dass wir das einfach hier alles löschen, entsprechend nochmal neu einlesen und wir kriegen jetzt praktisch hier unsere vier Linien, wo wir schon diesen Tank letztendlich relativ gut erraten können. Jetzt geht es natürlich weiter. Da müssen wir die Flächen einsetzen. Damit man eine Fläche einsetzen kann, braucht man noch eine Dicke. Sprich, wir geben hier eine Dicke vor, wo wir sagen einfach, wir haben hier die Flächendicke Nummer 1. Die soll den Namen haben 12 mm und soll aus dem Material Nummer 1 bestehen, was wir ganz am Anfang schon angelegt haben und soll die Dicke haben 0,012. Und entsprechend können wir diesen Befehl bestätigen. Und dann geht es eigentlich weiter mit den Flächen selbst. Das ist ähnlich wie bei den Linien. Wir können hier sagen Surface. Die Nummer ist natürlich in dem Fall klar. Und die Fläche, die zylindrische, soll sich jetzt faktisch wickeln um die Knoten 1,2,3. Und das ist natürlich wieder eine spezielle Fläche. Das ist eine zylindrische, rotierte Fläche. Also sagen wir hier einfach Geometry. Und da haben wir einen bestimmten Typ, nämlich Surfaces, wo man hier einfach sagen, Geometry rotated. Und entsprechend, wer die Fläche bekommt, den Typ. Und wenn die rotated ist, braucht die natürlich noch zwei Zusatzinformationen, nämlich Surfaces, das betrifft jetzt in dem Fall die erste und diese Fläche soll im Endeffekt jetzt sein rotated und da brauchen wir einerseits, welche Linie rotiert wird, also sprich diese Linie und hier sagen wir rotated boundary line und da sagen wir jetzt einfach hier, das ist im Endeffekt die Linie 3. Ja, damit ist für das Programm klar, ich muss die Linie 3 drehen. Und was noch nicht klar ist, um wie viel Grad müssen wir die drehen? Und da können wir jetzt einfach hier sagen, rotated. Und da haben wir ein anderes Attribut, nämlich Angle of Rotation. Und entsprechend können wir hier den Drehwinkel angeben. Wenn wir den irgendwo jetzt natürlich exakt angeben, können wir uns hier auf diese Mathefunktion zurückgreifen und schreiben, okay, wir wollen Pi, aber eigentlich braucht man das mal 2. Entsprechend haben wir dann hier auch diesen Drehbefehl drin. Und wenn wir jetzt wieder prüfen, ob wir, ich sag mal, alles richtig drin haben, lassen wir den schnell laufen und das Programm erzeugt uns hier entsprechend auch diese zylindrische Fläche. Jetzt kümmern wir uns einfach noch um den Deckel, sprich wir kopieren diesen Flächenteil. Wir haben jetzt die Fläche 2 und diese Fläche 2 wird um die Knoten 2 oder Linien 2 und 4 gewickelt. Das ist wieder eine rotierte Fläche. Wir rotieren im Endeffekt bei der Fläche 2 die Linie, also diese Bogenlinie. Das wäre in dem Fall die vierte. Also ändert man hier die Zahl und der Drehwinkel bleibt eigentlich bei der Fläche 2 der gleiche. Und dann schließen wir das ganze Ding ab. Wir wollen es noch lagern. Also sprich, wir sagen jetzt hier, wir haben hier eine Variable Line Support. Und da erzeugen wir uns natürlich gleich ein neues Line Support. Und dieses Line Support bekommt jetzt praktisch hier die Nummer 1 und wird an der Linienliste 1 platziert. Und damit das Programm auch weiß, welche Freiheitsgrade gelagert werden, geben wir diesem Line Support entsprechend wieder eine Option hinged, die eigentlich vorhinterlegt ist und entsprechend ist für das Programm klar, wie die ganze Geschichte aussehen soll. Und wenn wir das jetzt nochmal prüfen, lassen wir es nochmal, machen wir das File hier leer und
starten wir nochmal das Skript, bekommen wir entsprechend hier einen Tank, ja, der gelagert ist mit der zylindrischen Fläche entsprechend. Und das wäre eigentlich die Idee von dem Skript. Also Sie können sich fertige Modelle, Parameter schaffen und hier ablegen. Und wenn jetzt noch der Wunsch besteht, dass man sagt, das soll diese Diameter und Wallhöhe möchte ich variabel eingeben, dann gehen wir einfach hierher, nehmen wir zum Beispiel diese Eingabe von dieser Halle von vorhin, kopieren wir uns die und fügen wir uns die hier ein. Und benennen wir die zum Beispiel jetzt hier oben in Tankgenerator. Das ist eine XML-Datei, also die muss den gleichen Namen hier haben. Dann kann man im Endeffekt, ich mache das jetzt einfach hier mal größer und zeige die nebeneinander. Also wir haben hier das Tankgenerator-File, hier ist die XML-Datei. Dann kann man hier die Eingabe entsprechend mit diesen Eingaben verknüpfen. Also wir haben hier Diameter. Sagen wir, okay, das ist diese Eingabe wird verknüpft mit dem Diameter. Das nächste wird mit der Wall High verknüpft. Also definieren wir hier das Wall High, Steuerung V, 2W wird problematisch. Und hier den dritten, Steuerung C. Und den fügen wir hier ein. Entsprechend haben wir diese drei Variablen verknüpft. Wir können hier auch Standardwerte vorgeben. Und Standardwerte war in dem Fall, was hat man drin? 8. Der nächste war 6. Und hier hat man im Endeffekt 2 Meter. Und eine Beschreibung kann ich auch noch angeben. Da kann ich jetzt sagen, Durchmesser in Meter. Ja, dann kann man hier sagen, das wird die Wandhöhe in Meter und da kann man noch sagen, Stich in Meter. Ne? Stichhöhe in Meter. Und entsprechend haben wir jetzt hier die Eingabe gesetzt. Dann, ich sag mal, klemmen wir diese Fixierung dieser Werte aus und wissen, wenn ich jetzt praktisch hier alles speichere, File Save All, habe ich diese zwei Files gesetzt. Und wenn wir jetzt praktisch hier in das RFM zurückgehen und leeren das Ganze, alles löschen und benutzen diesen Tankgenerator erneut, bekomme genau aufgrund dieser XML-File die Eingabe. Und ich kann jetzt zum Beispiel beim Durchmesser geben, ich habe 15 Meter, die Wandhöhe ist 3 Meter, der Stich soll bei 2 Meter bleiben und wir kriegen entsprechend einen anderen Tank hier. Und Sie können sich hier wirklich ganz einfach solche parametrisierten Modelle mit Dialogeingabe in dem Skriptmanager platzieren. So, damit haben wir gezeigt, wie man einerseits über die Konsole einzelne Befehle in das Programm senden, über ein fertiges Skript eine ganze Reihe an Befehlen und jetzt fragt man sich noch, kann ich fertige Modellblöcke damit machen? Und wenn ich jetzt fertige Modellblöcke mache, also ich mache das Fenster mal hier groß, dann kann man hier sehen, löschen wir da einfach nochmal alles. Ich sag mal Stichwort Block, wenn wir hier reingehen, dann sehen wir hier, wie wir heute schon mal da reingeschaut haben. Türme und Masten zum Beispiel, Masten senkrecht oder was hat man hier noch? Träger, sonstige, was wissen jetzt, ich sag mal, eindrucksvoll. Gekrümmte Flächen, Stahlbau, ja, also man kann sich hier beliebige Systeme faktisch nehmen, ja, und hier durch Doppelklick letztendlich in das Programm übernehmen. Das Programm möchte dann hier, ich sag mal, wissen, wie die Geometrie ist, wie viele Anzahl der Segmente man hat. Also das sind diese Parameter, was man gesetzt hat. Man muss dann entsprechend auch einen Querschnitt nehmen und kann den Querschnitt hier, ich sag mal, entsprechend zuweisen. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein beliebiges Stahlrohr, also kein 30er, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu schwach für das ausschauen. Mit dem entsprechenden Material und dann kann man entsprechend hier zu diesen Querschnitten
da beliebige Materialien setzen, genau wie Sie das formulieren in diesem Skript und hier zum Beispiel auch Notenlager an einschlägigen Noten setzen. Und entsprechend kann man dann dieses Modell mit OK übernehmen. Und das ist jetzt praktisch nicht bloß ein Stab, sondern Sie sehen, das Programm zeichnet so einen Rahmen drumherum. Das ist ein fertiger Block. Ich kann praktisch hier auch sagen, nein, ich habe 6 Segmente und ich bestätige das und das Programm modifiziert diesen Block. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn Sie da mehrere Blöcke in einem Modell haben, die Sie nachträglich ändern können, gibt Ihnen das wirklich relativ viel Macht über dieses Modell. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann man so einen Block schaffen? Ja, die Blöcke werden bei uns im Programm unter den speziellen Objekten hier platziert unter Blöcke. Das ist dann genau diese Einheit, was hier importiert ist. Und wenn wir sowas selber machen wollen, schauen wir uns das jetzt einfach hier mal an. Wir sagen einfach, wir gehen auf alles löschen und fangen wir ganz einfach an mit einem Kragträger. Also sprich, ich sage jetzt ja hier, das wäre so ein bisschen unser Ziel, dass wir einen Block schaffen, Kragträger, wo wir die Länge ändern und das Notenlager setzen können. Und wenn wir das jetzt hier versuchen umzusetzen, zeichnen wir uns einfach mal so einen Kragträger manuell rein. Also sprich, wir gehen jetzt hier zu den Querschnitten. Da haben wir jetzt in dem Fall, was wollten wir denn, ein IPE 300 zum Beispiel, IPE 300 aus dem S235, also S235 Eurocode und setzen wir den Träger und den lassen wir zum Beispiel jetzt hier 5 Meter lang sein. Und der hätte jetzt in dem Fall eine Einspannung hier um alle Freiheitsgrade an der linken Seite. Also das könnte jetzt der Block so sein. Ja. Jetzt, wie würde man weiter vorgehen? In dem Fall ganz einfach, man geht auf Datei, Speichern als Block hier. Ja. Dann können Sie hier sagen, den Namen, Arm, man kann eine Bezeichnung geben, Einspannung. Spannung links, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und man kann hier dann noch eine Klassifizierung machen, damit man den dann auch in dem Blockmanager schnell findet. Also man kann sagen, ist der unter Träger oder ist der unter Rahmen. In dem Fall machen wir es zum Beispiel unter Sonstiges. Und jetzt kommt der springende Punkt, damit das Programm diesen Code weiß, muss man hier praktisch eine JavaScript-Datei anhängen. Ne? Die haben wir jetzt natürlich noch nicht, aber die machen wir uns. Und in dem Fall gehen wir jetzt hier einfach auf, ich sag mal, diesen Visual Studio zurück und machen wir uns hier einfach noch ein neues File. Und da sagen wir jetzt hier einfach, das wird der Krag.js. Und entsprechend gehen wir in dieses File hier rein. Wir können ja jetzt hier praktisch dieses hier Close All und wir machen hier den Kragarm auf und entsprechend können wir hier wieder reinschreiben. Und wenn wir jetzt praktisch für dieses JavaScript für die Blöcke was machen will, dann muss man dieses JavaScript-File mit 2 grundsätzlichen Funktionen aufbauen. Einerseits muss das Programm wissen, das wird so ein Global-Block und dann muss das Programm auch wissen, was sind meine Eingaben, ähnlich wie dieses XML im Script-Manager. Und dazu gibt es 2 Funktionen, nämlich eine Funktion Input Data und die setzt man auf und dann gibt es noch eine zweite Funktion. Ich kopiere mir den Satz hier einfach. Steuerung V und da machen wir jetzt nicht Input Data, sondern wir schreiben hier Generate. Das heißt, wir können einerseits die Eingaben über eine Funktion organisieren und dann auch die praktisch die Ausgabe oder dieses generieren. Fangen wir an mit der Eingabe. Ja. Bei der Eingabe hat man so eine Kategorisierung. Sie haben gesehen, das ist so ein, wenn wir hier drauf schauen, so eine Baumstruktur. Ja? Und diese Baumstruktur muss man entsprechend hier auch darstellen. Also sprich, wir haben eine Kategorie
Klammer auf. Und da können wir angeben, zum Beispiel Geometrie. Ja. Und dann können wir natürlich auch sagen, was wollen wir jetzt bei der Kategorie Geometrie definieren? Da wollen wir einen Float-Parameter definieren, also sagen wir hier Parameter unterstrich Float. Die Beschreibung, da haben wir intern ausgemacht, machen wir noch einen Knowledge-Base-Beitrag, dann kann man das eigentlich ganz schön rauslesen, wie man solche Parameter erstellt. Da muss man natürlich jetzt angeben, wie heißt der Parameter. Wir schreiben hier einfach Krag Armlänge. Ja. Dann muss man angeben den Schlüssel, also sprich, worauf sich der Code bezieht. Da sagen wir jetzt einfach, das ist das L. Ja. Dann haben wir als weiteren Parameter letztendlich ein Symbol, was für die Ausgabe verwendet wird. Das braucht man in dem Fall nicht. Und als nächsten Step, was die Standardeingabe ist. Wir sagen jetzt hier zum Beispiel 5 Meter. Wenn man irgendeine Eingabe trifft, muss das Programm natürlich auch wissen, welchen Einheitentyp es hat hier oder müssen wir entsprechend hier Unit Type Length vorgeben und da, ich sag mal, ein Minimum, was das zulässige Minimum ist, was die Schrittweite ist und was die maximale Eingabe ist. Ich sage, ich definiere hier wird mit Nen praktisch gar keine maximale Eingabe. Und die weiteren Attribute sind Maximum und inklusiv, Minimum und Maximum inklusiv. Die setzen wir einfach hier mal auf False. Ne? So, damit hätten wir den ersten Parameter gesetzt und wir können jetzt noch praktisch uns kümmern um das Notenlager. Also wir setzen jetzt hier nochmal eine Kategorie, in dem Fall Supports oder Notenlager. Und hier können wir dann einfach sagen, das ist dann ein Notenlagertyp, also Nodal, Unterstrich Support und das wäre in dem Fall die Nummer 1 mit einer Beschreibung Nodal Support. Und dann haben wir den eigentlich drin und das wäre sozusagen unsere Eingabe. Also einerseits wollen wir die Kragarmlänge und dann welches Notenlager wir da drin wollen. Also ob das ein gelenkiges oder eingespanntes ist. Und im nächsten Step muss das Programm natürlich das Ganze uns generieren. Also sprich, wir müssen die Noten angeben. Ja, das haben wir heute schon mehrfach gemacht. Also die Noten 1 an 0,0,0. Dann haben wir einen Noten 2. Klammer auf. Und da kommen wir jetzt schon auf, da verbinden wir zu dem Schlüssel L. Ja, wir sagen jetzt, okay, die x-Ordinate ist L. Und entsprechend können wir die Geometrie von diesem Kragarm verknüpfen. Weiter brauchen wir natürlich ein Material. Das Material ist in dem Fall Material Nummer 1, wie wir heute schon ganz oft verwendet haben, der S235 zum Beispiel. Und als drittes brauchen wir hier noch einen Querschnitt, also schreiben wir hier Section, Klammer auf. Und wir geben hier den Querschnitt 1 vor mit einem Querschnitt von einem IPE 300 zum Beispiel. Und der soll das Material 1 nutzen. Ja, hat man da natürlich wieder das geändert. Sagen wir mal Section. Dann müsste das soweit drin sein. Weiter müssen wir jetzt noch einen Stab definieren. Das haben wir heute auch schon öfters gemacht. Wir machen eine Variable myMember, wo wir einfach hier sagen, wir machen unseren neuen Stab Member, den ersten in dem Fall, auf der Knotenliste 1,2. Und der Stab braucht dann natürlich noch einen Querschnitt. Also sagen wir hier myMember und das ist der Section-Unterstrich. Start, wo man dann einfach hier sagen, bitte nimm da den Querschnitt 1. Und dann sind wir faktisch fast durch. Wir geben lediglich noch das Notenlager an. Also sagen wir hier Notes, der erste Knoten in dem Fall soll gelagert werden. Punkt Support.
Und das ist in dem Fall nodal-support an der das Nummer 1. Ne? So, dann sind wir faktisch durch. Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht vertippt großartig, weil wir es jetzt nicht mehr schrittweise geprüft haben und speichern das Ganze. Und damit man dieses File natürlich wieder easy findet, machen wir uns hier einfach mal, kopieren wir es raus, dass wir hier dieses nehmen und Moment, machen wir das zu, dann kann ich es mir einfach auch rauskopieren. Krakam, dann haben wir das am Desktop, dann findet man das relativ easy. Und jetzt gehen wir hier auf Datei, speichern als Block, Krakam K aus ST zum Beispiel, Modellkategorie nehmen wir, ich sag mal, die sonstige, und als JavaScript-Datei verweisen wir jetzt hier auf diese Datei, was wir soeben erstellt haben. Und wenn ich jetzt mit OK weitergehe, bindet das Programm praktisch diesen Block in das Blueball Center mit ein. Und wenn wir jetzt praktisch hier alles löschen, oder ich sag mal einen neuen, ja, können wir es löschen, und jetzt praktisch in den Blockmanager gehen, dann finden wir hier unter Sonstiges, Sonstiges, da haben wir es kategorisiert, unseren Krakam, und den können wir entsprechend hier öffnen. Sie sehen, okay, das Knotenlager habe ich jetzt vergessen, wohl zuzuweisen, warum dass er das nicht gemacht hat. Bei Struktur kann ich entsprechend hier die Länge machen, und wenn wir jetzt hier das Lager noch setzen, machen wir das noch zu, dann bekommen wir das Lager hier auch mit dran. Und so können Sie sich praktisch eigene Sachen stricken, klassifizieren mit dem entsprechenden Code. Und wenn wir das ins System einlesen, bekommen wir diesen Krakam hier als eigene Einheit, den Sie dann natürlich nachträglich auch wieder modifizieren können und können sagen, nee, es muss eigentlich 10 Meter sein. Und dann kann man den auch 10 Meter lang machen. Und damit gebe ich zurück, beziehungsweise bin ans Ende gekommen und gebe zurück an meine Kollegin Caroline. Okay, danke Andreas für deinen Vortrag. Dann zeige ich Ihnen noch kurz, dann übertrage ich nochmal meinen Bildschirm und zeige Ihnen noch kurz, wo Sie die Aufzeichnung finden und wo Sie auch die Testversion runterladen können. Die sind eben hier oben zu finden. Und da gibt es eben die Testversionen für R5.6, R.9, R-Section 1 und R5.2. Die alle 90 Tage zur Verfügung stehen. Und unter News und Termine, Webinare, finden Sie dann die Aufzeichnung von dem heutigen Webinar unter stattgefunden, Deutsch. Ist jetzt schon ein bisschen weiter runtergerutscht. Okay, stattgefunden, dann machen wir mal lieber alle. Genau hier auf der Eventseite werde ich die nächsten Tage das Webinar hochladen. Und wenn Sie auf der Seite runterscrollen, finden Sie dann hier unten noch die Präsentationsfolien und die Dateien, die verwendet worden sind. Und genau, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und auch nochmal an meine beiden Kollegen für die Beantwortung der Fragen und eben die Präsentation. Und wenn Sie jetzt das Webinar verlassen, dann noch als kleiner Hinweis, kommt eine Umfrage, die wichtig für unser Qualitätsmanagement ist. Und deswegen wäre es schön, wenn Sie sich noch kurz die Zeit nehmen würden, die Fragen beantworten würden. Bei der Umfrage ist die schlechteste Bewertung 1 und die beste 5. Und genau, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, Sie bei den nächsten Webinaren wieder willkommen heißen zu können.